Guten Tag, mein Name ist Jörg Habener. Ich bin Business Development Manager bei Atlas Copco Powertechnik in der Verkaufsregion Dach. Heute weisen wir einen Welttank Typ 150-2.2 ein. Diese Maschine wird verwendet für die Grundwasserabsenkung über ein geschlossenes Filtersystem, über Spülfilter. Die wird verwendet, um den Grundwasserleiter entsprechend tief abzusenken und eine trockene Baugrube herzustellen. Die Maschine besitzt zwei Vakuumerzeuger mit je 100 Kubikmeter Luftleistung und einer Unterdruckleistung von minus 0,9 bar Unterdruck. Im Kessel sind zwei WEDA D50 verbaut, die je 135 bis 140 Kubikmeter maximales Fördervolumen haben, in Summe halt 275, 280 Kubikmeter maximales Fördervolumen haben. In diesem Schaltschrank befindet sich logischerweise der Hauptschalter, der bestromt den ganzen Schaltschrank. Wir können hier alle vier einzelnen Elektromotoren zuschalten, entsprechend auch abschalten, wenn zum Beispiel nur wenig Vakuum benötigt wird und die Leistung einer Vakuumpumpe benötigt wird. Oder wenn jetzt relativ wenig Wasser kommt, auch nur eine Wasserpumpe benötigt wird. Wir haben hier einmal eine Alarmmeldung für zum Beispiel die falsche Drehrichtung oder einen Motorschaden. An diesem CE-Einbaustecker befindet sich die Möglichkeit, die Phase zu verwenden. Wenn bauseitig die Phase falsch anliegt, haben wir die Möglichkeit, hier die richtige Drehrichtung für das Aggregat wieder einzuschalten. Jede Maschine besitzt einen QR-Code. Über diesen QR-Code kann der Kunde über sein Handy die Ersatzteilliste runterladen oder die Bedienungsanleitung ansehen. An dieser Kesselanlage haben wir die Möglichkeit, über zwei sehr stark dimensionierte Scharniere den Kesseldeckel zu öffnen, um an die Pumpen heranzukommen, um für diese elektrischen Tauchmotorpumpen dann auch die Wartung zu machen, Kontrolle des Ölbades, elektrische Prüfung. Sollte man einmal im Jahr durchführen. Wir haben hier ein Vakuummeter. Dieses Vakuummeter zeigt dem Anwender an, wie groß das Vakuum in der Filteranlage aufgebaut werden kann. Hier sollte man immer minus 0,1,5 bis minus 0,2 bar mehr Unterdruck haben, als die Baugrube tief ist, wenn die Anlage auf Geländeoberkante 0 installiert ist. Und wenn auch Sie Probleme auf der Baustelle haben oder gerne beraten werden möchten, rufen Sie uns an, klicken Sie auf den Link, wir beraten Sie gerne vor Ort.